Der dritte Tempel. Der dritte Tempel in Jerusalem. Heute schauen wir uns auch ein paar Bilder an. Jetzt haben wir schon so viel gehört. Ich hoffe, ihr könnt auch noch so halbwegs aufnehmen. Und danach ist dann auch gut. Ja? Ja, dann setzen wir uns noch ein bisschen zusammen und können noch ein bisschen was uns unterhalten. Dann im Foyer oder wo auch immer. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus dem Hebräerbrief. Und den lesen wir vielleicht zu Beginn einfach. Es geht um den dritten Tempel, der ja in Jerusalem angeblich von den Juden noch gebaut werden soll. Ja? Also viele Prediger gehen davon aus, dass dieser dritte Tempel noch gebaut werden müsse. Und wir schauen uns mal an, was die Bibel dazu sagt. Ob das so ist, ja oder nein, und wie man das einordnen kann. Ja? Da steht, das Wichtigste von all dem ist aber, wir haben einen hohen Priester, wir Christen, Jesus. Die Juden haben keinen mehr, seit 2000 Jahren. Keinen Tempel, keinen hohen Priester, kein Opfer, keine Reinigung von Sünden. Mag niemand predigen heutzutage. Ist auch fast verboten zu predigen. Ist, Entschuldigung, antisemitisch, wird oft so eingeschätzt, ja? Ich sage, das ist philosemitisch. Ich liebe die Juden, weil wir alle Menschen lieben sollen, auch die Juden lieben sollen. Ja? Und es ist doch liebevoll, ihnen die Wahrheit zu sagen. Ja? Und es ist schön zu sehen, dass da auch Erweckung ist in Israel. Wir brauchen Jesus genauso wie wir auch. Ja? Aber der Hebräerbrief sagt, wir haben einen hohen Priester, der auf dem Ehrenplatz rechts neben dem Thron des allmächtigen Gottes sitzt. Er dient dort als Priester in dem einzig wahren Heiligtum. Hebräer, ja, das vom Herrn selbst und nicht von Menschen errichtet ist. Nicht von Juden, nicht von Salomo, nicht vom Herodes, sondern von Gott selbst. Der Herr hat diesen Tempel errichtet. Der sind wir, aus Gottes Gnade. Ja. So wie jeder hohe Priester dazu eingesetzt ist, Gott Opfer und Gaben darzubringen, muss auch Christus etwas haben, was er opfern kann. Freilich hier auf der Erde könnte Christus kein Priester sein. Warum? Weiß das jemand? Nicht aus dem Stamm Levi. Super. Er ist nicht aus dem Stamm Levi. Jesus war kein Levit. Ja, er war nicht aus dem aaronitisch-levitischen Priestertum. Woher war der denn, der Jesus? Aus Juda, David, ja? Königslinie. König Israels. David war der Lieblingskönig Gottes, ja? Und aus dieser Linie kommt Jesus. Und weil Jesus aus der davidischen Linie kommt, durfte er keinen Dienst am Tempel tun. Ja? Sondern er kam ins... Pardon, Entschuldigung. Irdisch ein König und himmlisch ein Priester. Sehr gut. Ja, irdisch ein König, himmlisch ein Priester. Ist Jesus der hohe Priester jetzt? Ja. Hat er einen Tempel? Ja. Die Gemeinde Jesu. Ist er ein König? Noch nicht. Werdet ihr einverstanden? Noch nicht offenbar, ja? Noch nicht offenbar. Ja, die Einsetzung stand noch aus. Wenn er kommt, wird er sein Reich einnehmen und König sein. Nach welcher Ordnung wird er denn König sein? Nach der Ordnung Melchisedeks. Ein Königpriester, Melech Zadok. Melech, der Herr, König. Zadok, heilig. Sadduzäer kommt von Zadok, Priester. König, Priester. Ja? Aber was ist das, wenn der Herr sagt, so sein Reich ist nicht von dieser Welt? Ja. Ja, da spricht er mit dem Pilatus drüber. Ja, und Pilatus sagt, da bist du ein König. Ja? Und Jesus sagt, du sagst es, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja? Die Frage ist, ob Jesus schon eingesetzt wurde als König. Oder ob er nicht nach Jerusalem kam, wie Zacharja sagt, freue dich Zion, dein König kommt zu dir. Dann hätte er, ja? Aber Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Sitzt zur Rechten Gottes. Und jemand, der sitzt, hat ja alles vollbracht. Ja. Wäre noch nicht alles vollbracht, ja. Würde er etwas tun. Ja, also ich möchte auch nicht streiten drüber. Ja, ich, für mich ist so, wie der Hebräerbrief sagt, er ist der Herzog eurer Seligkeiten. Herzog ist ein König im Wartestand. Der Herzog von Württemberg in Stuttgart, der ist Herzog. Wenn die leidige Demokratie nicht wäre, wäre der König. Was wäre sein Königreich? Das Königreich Württemberg. Wer sitzt im Königreich Württemberg? Der Daimler. Wem gehören die Steuereinnahmen vom Daimler? Dem König von Württemberg als Landesherr. Wem gehören die Steuereinnahmen von Bosch?
dem Herzog von Württemberg, der dann König wäre, und von der Allianz und von Bayer und von den ganzen Automobilzulieferern in Württemberg. Wem gehört das Geld? Alles dem Herzog von Württemberg, wenn er König wäre. Jetzt ist aber leider kein König, sondern nur Herzog. Könnt ihr euch vorstellen, wie schlecht der nachts schläft? Aber würde ich jetzt nicht streiten wollen drüber. Ich sehe es so, aber ich lasse da auch gerne andere Meinungen zu. Ich denke, dass wenn Jesus dort eingesetzt worden wäre in Jerusalem und gesalbt worden wäre als König, wäre die Königsherrschaft Jesu angebrochen über die ganze Welt. Dann hätte es aber kein Golgatha gegeben. Das ist aber eine rein hebräische Sichtweise. Ja? Gut, aber hoher Priester ist er. Ja, nach der Weise Melchisedeks, über einen ewigen Tempel. Ja? Genau zu diesem Punkt, was Sie gerade gesagt haben, ist das den Juden bewusst, dass er nach der Weise Melchisedeks König ist? Die Juden, oder aus dem Stamm Davids? Ja? Die Juden erwarten aus dem Stamm Davids einen Melchisedek-König. Vielleicht wissen sie nicht mal von dem Geheimnis Melchisedeks, weil das ist ein Geheimnis, was eigentlich im Hebräerbrief geäußert wird. Ja? Ja? Aber die Pharisäer, die sich mit dem Christentum auseinandersetzen, die kennen zum Teil das Neue Testament sehr gut, die werden auch im Hebräerbrief davon gelesen haben. Vielleicht stutzen die dann ein bisschen, aber dann verwerfen die das schnell wieder, weil es kann nicht sein, dass dieser Jesus der Messias war. Okay, freilich hier auf der Erde könnte Christus kein Priester sein, denn hier gibt es schon Priester, die den Opferdienst nach dem Gesetz leisten. Sie dienen allerdings in einem Tempel, der nur eine schwache Nachbildung, ein unvollkommenes Abbild des himmlischen Heiligtums ist. Als Mose das heilige Zelt errichten sollte, die Stiftshütte, befahl ihm Gott, achte genau darauf, dass alles nach dem Vorbild angefertigt wird, das ich dir hier auf dem Berg gezeigt habe, auf dem Berg Sinai. Mose hat das Original gesehen, in Vision auf dem Berg. Nun hat Christus aber, nun hat Christus eine viel größere Aufgabe erhalten als alle anderen Priester auf der Erde. Alle anderen Priester auf der Erde. Deshalb hat er auch als Vermittler zwischen Gott und uns Menschen einen weitaus besseren Bund geschlossen, der außerdem auf festeren Zusagen beruht als der alte Bund. Neuer Bund, alter Bund. Alter Bund vorbei, neuer Bund in Christus. Ja? Altes Priestertum vorbei, neues Priestertum in Christus. Wenn die Juden aber jetzt einen dritten Tempel bauen würden und würden den nach aaronitisch-levitischem Priestertum betreiben, würde Gott den anerkennen? Nein. Könnten wir den anerkennen? Nein. Wenn dort ein hoher Priester eingesetzt würde von den Juden, und die üben ja schon dort, ja, die Priester wieder einzusetzen, und wenn dort ein hoher Priester eingesetzt würde, könnten wir Christen diesen hohen Priester anerkennen? Nein. Würde Gott den hohen Priester anerkennen können? Nein. Der wäre eine Konkurrenz zu Jesus. Wenn dort blutige Opfer gebracht werden, würden die zur Vergebung der Sünden gelten? Nein. Warum nicht? Es gibt nur noch ein Opfer, das Opfer Jesu Christi. Wenn die Juden also einen Tempel bauen würden in Jerusalem, angenommen, sie würden das tun, wäre das ein Tempel Gottes? Nein. Die Juden sind zu spät. Ist das antisemitisch? Nein, es ist philosemitisch. Ja? Die Juden sind zu spät. Paulus schreibt aber von einem Tempel Gottes. Neues Testament spricht von einem Tempel Gottes. Der Antichrist setzt sich nicht in einen Tempel und lässt sich dort als Gott verehren. Der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes und lässt sich dort als Gott verehren. Als ein Gott und gibt sich aus, als sei er Gott. Ja? Und jetzt merken wir plötzlich, hoppla, da ist ja, aber wenn der Paulus sagt, in der Endzeit kommt der Tempel Gottes, oder in der Offenbarung steht, misst den Tempel Gottes und die darin anbeten. Und wenn der dritte jüdische Tempel nicht der Tempel Gottes sein kann, welchen Tempel meint denn der Paulus? Die Gemeinde. Wenn aber die Gemeinde damit gemeint ist, setzt sich der Antichrist dann als Person in die Gemeinde rein? Oder in euch als Tempel? Der Antichrist ist eine Person, ist ein Mensch. Ein okkulter Mensch. Das passt nicht zusammen. Und jetzt ist hier Hängen im Schacht, sagen wir. Ja? Jetzt kommt man nicht vor, nicht zurück. Jetzt sagen manche, gut, der Antichrist setzt sich in Form von unbiblischer Lehre in die christliche Lehre irgendwie ein. Ja, aber das sagt Paulus nicht. Er sagt, da kommt ein Mann, ein Kind des Verderbens, ein Sohn der Lüge. Und dieser kommt und der setzt sich, der wird auch noch aufgehalten und der setzt sich in den Tempel hinein.
Das ist das, was Paulus sagt. Und jetzt passt es sich zusammen und man hat keine Antwort richtig darauf. Man rätselt an den Stellen rum, man versucht die Wörter zu erklären, aber man kommt zu keinem richtigen Ziel. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an, mit dem, was wir so im Hinterkopf haben. Ja? Gut. Ich war so stolz, dass ich das Ding hier habe. Macht nichts. Was ist das? Stiftshütte. Ja, sehr gut. Stiftshütte innen ist als Zeltheiligtum. So sah es innen aus. Hier ist der Eingang. Hier ist der Eingang. Bunte Tücher. Erst muss man zum Brandopferaltar, Sündenvergebung, dann zu diesem ehernen Waschbecken, Waschfass, und dann geht es ins Heiligtum und dann ins Allerheiligste. Die ganze Heilsgeschichte ist in dieser Stiftshütte drin. Hier innen drin in der Stiftshütte, also hier sieht man, ne, den Brandopferaltar, dieses Waschfass, wo gereinigt wird, vielleicht ein Bild auf den Heiligen Geist, vielleicht ein Bild darauf, aus Wasser und Geist geboren zu werden, um dann ins Heiligtum zu gehören und dazu zu gehören. Ja? Und die ganze Stiftshütte ist eigentlich, da ist das ganze Evangelium drin. Links hier auf der Seite steht der siebenarmige Leuchter, die Menora. Rechts steht ein Schaubrottisch mit 12 Broten. Hier ist der Räucheraltar, da wird kein blutiges Opfer gebracht, sondern nur Opfer des lieblichen Geruchs. Einmal im Jahr durfte der Hohepriester da rein. Und hinter dem Vorhang hier, wo die Cherubim drauf waren, da ist die Stiftshütte. Der Deckel aus purem Gold. Die Basis hier unten, der Korpus der Stiftshütte aus Holz vergoldet. Bundeslade. Bitte? Bundeslade. Bundeslade, was habe ich gesagt? Stiftshütte, Entschuldigung, Bundeslade. Entschuldigung, ja. Bundeslade, ja. Ein Bild auf die Gemeinde Jesu, oder? Das Haupt Christus, pures Gold. Nicht im Feuer gegossen, getrieben. Ja, getrieben. Und die Bundeslade, der Korpus, das ist die Gemeinde Jesu. Wir sind nur aus Holz. Aber wir sind mit der Gerechtigkeit Christi überdeckt. Und so ist die vergoldet. Und in der Bundeslade drin ist was? Die 10 Gebote und der Stab Aaron. Gottes Wort und die Priesterschaft, das wohnt in uns. Und Manna. Manna weiß man nicht genau, war es drin, lag es davor, ja? Gut, Manna auch, ja? Himmelsbrot. Das Wort Gottes wohnt in uns. Wir tun das Wort Gottes nicht, wir tun nicht das Gesetz, wir sind aus dem Wort gezeugt. Wir tun das Gesetz nicht, wir essen das. Ja? Wir tun das nicht nur mit äußeren Händen, wir sind aus diesem Wort geboren, aus dem Wort Gottes, was Christus ist. Wir haben eine viel innigere Beziehung dazu. Ja? Das ist die Stiftshütte. Und da könnte man ganz viel drüber sagen. Ja? Hoher Priester, hier ist dieses Brustschild, ja, mit den 12 Steinen, Urim und Tumim drin. Die Lossteine Urim und Tumim, Licht und Recht, eigentlich Mehrzahl, Lichtherr und Rechte, ja, wurden nicht sichtbar in das Brustschild gelegt. 12 Brustschild mit 12 Edelsteinen für die 12 Stämme Israels. Es ist alles im Alten Testament drin. Es ist alles die alte Geschichte, die wir haben. Ja? Die Bundeslade nochmal. Es gibt ja keine Fotos davon, sondern so stellt man sich's vor. Ja? Die Maße sind in der Bibel hinterlegt. Was ist das? Bitte? Das soll der neue Tempel. Ja, das ist ein Modell vom Herodes-Tempel. Herodianischer Tempel. Und das ist der Tempelberg. Diese Mauer. Was ist das hier hinten? Sehr gut. Burg Antonia. Ja, die Burg Antonia. Bitte? Goldene Tor. Ja? Tor nach Osten. Da soll der Messias kommen. Die Muslime haben hier ihre Gräber hingemacht. Ja? Und heute steht hier der Felsendom, diese goldene Kuppel über Jerusalem. Ja? Und hier hinten, wo die Halle Salomos war, das war die Halle Salomos, da steht die Al-Aqsa-Moschee. Ja? Die Klagemauer, wo soll die? Die ist auf der Rückseite von dieser Säulenkolonnade, da hinten runter. Vielleicht habe ich auch noch ein Bild. Also, bitte? Wir sitzen im Garten Gethsemane, so ist recht, genau. Ja? Hier ist der Ölberg hinter uns. Ja, ja, genau, sehr gut. Und dieser Teil, ja, wenn man den von hinten ansieht, da ist die Klagemauer. Da sieht man diese goldene Kuppel. Das ist der Tempelberg, der sogenannte Tempelberg. Ölberg,
Hier die Al-Aqsa-Moschee, jetzt sind wir auf der Rückseite. Ja? Hier ist dann die Westmauer. Hier ist der Ölberg da oben, Al-Aqsa-Moschee. Manche vermuten, dass das hier nicht der Tempelberg wäre. Vor drei, vier Jahren haben Amerikaner gesagt, das ist gar nicht der Tempelberg, sondern das hier ist das ehemalige Römerlager. Denkt euch den Tempel weg, die Al-Aqsa-Moschee weg. Das ist, so wird gesagt, ob so ist, ich weiß es nicht. Ich gebe es euch mal so weiter, ja? Ebenso die Klagemauer wäre dann eine Mauer der Römer. Sehr gut. Der Tempel, sagt man, der hat sich hier angeschlossen, in der Davidsstadt. Hier wird auch gegraben, hier werden Dinge gefunden, wo Davids Palast war und so weiter. Hier ist die Gihon-Quelle, die einzige Quelle im Umkreis von 5 Kilometern, die Quellwasser hat. Die Priester mussten sich mit lebendigem Wasser waschen, mit Quellwasser. Hätten die sich hier an der Gihon-Quelle gewaschen und wären dann hier hochgegangen zum Tempel, hätten die sich wieder verunreinigt. Viele Argumente bringen die da auf. Ich war erst ein bisschen skeptisch, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen. Warum? Weil der Titus im Schworbeländle war. Ja? Der hat da Gründlichkeit gelernt und der hat nicht nur den Tempel abgebrochen, sondern den kompletten Berg, komplett alles Tabula Rasa und hat es ins Kidrontal geworfen. Die Juden schäumen. Es gibt ein Tempelinstitut in Israel, die sorgen dafür oder die wollen den Tempel bauen. Die bekommen Spendengelder aus der ganzen Welt. Seit wann? Seit 70 Jahren. Wird aus der ganzen Welt für den dritten Tempel gespendet. Wie viel Geld ist da zusammengekommen? Ein Tempel, wahrscheinlich 10 Tempel. 10 Tempel, sagt man, können die bauen davon. Und die üben schon. Ja, genau. Ja. Der Vorsitzende dieses Tempelinstitutes, den zeige ich euch jetzt. Der hat eine kleine Ansprache an uns. Ich hoffe, dass das hier funktioniert. The Messiah will be the judge. Der Messias wird der Richter sein. Er wird danach urteilen, nach dem, was er sieht und nicht nach dem, was er... Er wird nach dem, was er urteilen, was er hört, nicht nach dem, was er sieht. Wenn die Christen glauben, dass Jesus, dass der Sohn Davids wiederkommt, dann können sie das glauben, aber es ist nicht Jesus. Wenn sie es meinen, dann sollen sie es halt glauben. Wir gehen lieber zurück nach Auschwitz, als dass wir unseren Glauben lassen. Wir sind loyal. Was passiert zu den Christen, wenn sie den Messias ablehnen? Ich weiß nicht, ob Jesus der Messias ist. Ich weiß nicht, ich bin nicht der Messias. Das ist, ich glaube, 2018 passiert im Dezember. Da hat man vom Tempelinstitut aus der neue Sanhedrin hier. Das ist die Einweihung des dritten Tempels. Eine unglaubliche Sache, die hier läuft. Ja, vielleicht holen sie die irgendwo noch her. Ja? Also sie weihen zumindest schon mal den Altar ein. Ja, also er sagt, wir haben gedacht, das wäre Fake News, aber heute Morgen um 10.30 Uhr Jerusalem-Zeit haben wir gesehen, dass hier tatsächlich ein Opferaltar für den dritten Tempel geweiht wird. Am Tag nach Chanukka-Fest, das Fest der Einweihung. Wir haben die Einweihungszeremonie durch den neuen Sanhedrin, der nach 2000 Jahren wieder gegründet wurde, miterlebt. Der Sanhedrin wird den dritten Tempel bauen. Jedem wird es gut gehen, wird es besser gehen. Wird der dritte Tempel für die ganze Welt sein? Ja, der dritte Tempel wird Einheit bringen für die Religionen. Wir haben schon Einheit mit den Religionen, aber viele Leute haben Angst vor Terroristen und deswegen ist es unser Job, die Welt zu vereinen und zusammen den einzigen und einen Gott anzubeten in unserem Tempel. Und alle Nationen werden Gott in diesem Tempel anbeten. Nur die Christen nicht, weil sie Götzen dienen. Das ist die Wiedereinweihung des zweiten Tempels, die stattfand nach der Makkabäerzeit, nach dem Makkabäerkrieg, am Tag von Chanukka. Und sie weihen hier den dritten Tempel ein. Das ist sehr symbolisch, eine sehr starke Symbolik. Wir sehen etwas sehr Interessantes, ein starkes Statement hier in Jerusalem. Haben Sie alte Europaletten zu diesem an? Wir sehen also hier die Einweihung des Altars für den dritten Tempel.
jetzt kommt das Opferlamm. Also ich meine, da hätte man doch ein paar Zedern vom Libanon nehmen können. Ja? Nehmen Sie Europaletten. Ja, ja. Muss er sparen können. Ja, ja. Jetzt sagt dieser Bruder gleich was ganz Interessantes. Das ist die Priesterschaft, ja? Kleiner Priester hier. Bitte? Ja, salomonische Priestertum, ja. Da werden sie eingesetzt. Bitte? Das sind Leviten, ja. Die zumindest glauben, dass sie aus dem Stamm Levi sind. Nachvollziehen kann man das nicht mehr. Jetzt gehen sie zum Altar. Und hier in der grünen Kiste ist das Opferlamm. Wir haben ein Lamm geschlachtet. Wir sind Christen und die Christen, die bezahlen sogar diesen Tempel und spenden aus der ganzen Welt für den Tempel. Und das ist, geht nicht in eine gute Richtung. Das ist, weil viele Leute glauben, dass wenn der Tempel gebaut ist, also entweder mit der Messias ihn helfen zu bauen oder der Messias will kommen, wenn der Tempel fertig ist. Und so erwarten sie immer noch, dass der Messias kommt. Und viele Christen bezahlen für diesen Tempel. Aber das ist eigentlich der Tempel, wo der Antichrist möglicherweise reingeht. Das ist der Gräuel der Verwüstung. Was denkst du, was das ist? Da sagt er, das ist ziemlich ernst, was hier passiert. Das ist keine Kleinigkeit, die hier passiert, sondern es ist eine große Sache. Und sie sind sehr ernsthaft dabei, das zu tun. Und sie glauben, dass das ein Symbol ist, diese Opfer, die bald im dritten Tempel dann abgehalten werden sollen. Denn es sind verrückte Zeiten. Ja, es sind sehr verrückte Zeiten, aber wir müssen damit weitermachen, das jüdische Volk in unseren Gebeten zu haben und den Herrn zu fragen für Offenbarung und für Führung, um ihnen zu zeigen, dass Jeshua, Jesus, für ihre Sünden gestorben ist am Kreuz von Golgatha und dass sie ihn annehmen müssen. Und dass ich nicht besser bin als alle anderen auch, sondern nur durch die Gnade Gottes ist es für mich möglich, dass ich hier bin und Jesus kenne. Und ich würde sagen, die Nationen sind wie Kalksteine, die in den Tempel eingebaut werden. Und wir bauen aus den Nationen unseren Tempel, spirituell, sagt er das, ja? Wir hoffen, dass die Vereinten Nationen ihren Weg ändern, dass sie rein sind, dass sie Gerechtigkeit ausüben, dass sie Gnade ausüben, dass Frieden sein soll und sie sollen der Bibel folgen, dem Alten Testament. Jetzt betet er. Das ist der Altar, der Räucheropferaltar, den wir gesehen haben, eben in der Stiftshütte. Viele Muslime, mit denen ich spreche über den Allerhöchsten, sagen, lasst uns doch Araki, also das sind so muslimische Führer, die kamen zu uns und haben uns gefragt, baut doch bitte den Tempel, weil sie wollen, dass dieser Tempel für die ganze Welt gebaut wird und die Völker aufgebaut werden und Wohlstand erleben. Und wenn der Tempel kommt, dann entsteht Wohlstand. Das Problem ist nicht mit den Radikalen in der neuen Weltordnung, sondern mit einigen, die negative Dinge und verbotene Sachen sagen und verbotene Gefühle und Hass und Rache ausüben wollen. Aber die neue Welt wird eine holistische Welt sein, die mit Gott geht. Christen bezahlen das alles und befördern die Idee, dass ein dritter Tempel gebaut werden muss. Das sind die Pläne, die neue apostolische reformierte Kirche, die bezahlen auch für diesen Kult. Und sie befördern das und sagen, das ist notwendig, das zu tun, aus prophetischen Gründen, sagen die Evangelikalen und die Christen. Mal schauen, wo das alles hinführt. Das wird ein großer Betrug werden, Leute. Erinnert euch, Jesus Christus ist unser Opfer für unsere Sünden. Und wenn wir wiedergeboren sind, wohnt er in uns.
Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Stephanus wurde gesteinigt zu Tode, weil er von dieser Wahrheit gesprochen hat, von diesem Volk. Und über den zweiten Tempel gesprochen hat. Und das ist so, dass wir der zweite Tempel sind. Wir brauchen nicht einen anderen Tempel aus Steinen, um Opfer zu bringen, sondern das ist das, was die Prophetie über den Antichrist sagt. Und es wird eine Verwüstung geben an dieser heiligen Stelle, ein Gräuel der Verwüstung. Also so ist da mal seine Sicht. Es kann mal passieren, das darf man mal nicht. Da liegt aber ganz schön die Betonung permanent drauf, dass die Christen dafür bezahlen, gell? Ja, da geht's. Das sagen die ja 3-4 Mal ja, jetzt in der ja, kurzen Frequenz. Ja. Also in China ist auch eine große Erweckung. Die Chinesen sind allerdings mehr so Richtung neuapostolischem Glauben. Ja. Die glauben nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist, aber die sind auch sehr israelfreundlich. Und mittlerweile schätzt man in China, dass über 100 Millionen Chinesen Christen sind. Und die lösen jetzt langsam den Bible Belt ab. Also der Bible Belt in Amerika, die Evangelikalen in Amerika haben ja Israel bisher finanziert. Und mittlerweile ist es so, dass die Chinesen jetzt mehr spenden nach Israel als die Amerikaner, sodass die Amerikaner nicht mehr so wichtig sind. Und die Chinesen, die nicht an die Gottheit Jesu glauben, sind für die Juden ideale Noachiden. Ja? Weil die keine Idolatry machen, keinen Götzendienst, weil die sagen nicht, dass Jesus Gott ist, sondern die sagen, Jesus ist geschaffen. Er ist Gottes Sohn, aber er ist nicht Gott. Ja? Die Geister scheiden sich an Jesus. Ja? Die Gottesfrage, da gibt es viele Götter. Gut, Roger Libby sagt auch, dass es noch einen Tempel geben muss, dass ein Tempel noch gebaut werden müsse. So, jetzt schauen wir uns mal an. Das Erste, was es gab als Tempel, war die Stiftshütte. Die wurde ungefähr 1400 vor Christus gebaut in der Wüste als mobiles Zeltheiligtum. Konnte man abbauen und wieder aufbauen. Der erste Tempel, der gebaut wurde, wurde von Salomo gebaut. Ja, David hatte Blut an seinen Händen, der sollte den Tempel nicht bauen, aber sein Sohn Schlomo, der Friedenskönig Salomo, der sollte den Tempel bauen, um 950 vor Christus. Wann wurde der abgebrochen? Von den Babylonern? Babylonischer König? Ja, genau. Leichte Frage. Nebukadnezar, ja? Nebukadnezar. Nicht so gründlich wie Titus, war auch nicht im Schwabeländle. Ja? Dann wurde der 586 abgebrochen, der Tempel. Dann gab die 70-jährige Gefangenschaft in Jerusalem. Und 515, 70 Jahre später wurde der zweite Tempel wieder gebaut von Herodes. Fast richtig, Zerubabel. Und Herodes hat ihn dann ausgebaut. Ja? Herodes hatte Zinnminen auf Kreta und mit Zinn konnte man aus Bronze Kupfer machen und waffenfähig machen. Also Herodes war in der Rüstungsindustrie und hat damit Geld verdient und damit den Tempel gebaut. Und hat sich versucht, er war ja Edomiter, hat sich versucht, bei den Juden damit angenehm zu machen. Ich baue euch euren Tempel. Ja, aber sie haben ihn nie wirklich akzeptiert, den Herodes. Ja. Ohne Lade. Die Römer waren geschockt, wie sie ins Heiligtum kamen in Jerusalem und das Heiligtum war leer, das Allerheiligste. Ich muss sagen, wem beten die denn an? Die Römer hatten ja Zeus-Statuen und, ja, und das jüdische Heiligtum war leer. Roger Lieb sagt ja auch, dass der Tempel, also der dritte Tempel gebaut wird und dann wird ihn sozusagen Jesus seiner Wiederkunft ja ausbauen. Ja, also Roger Lieb sagt, die Juden bauen einen dritten Tempel. Und dann kommt Jesus wieder, reinigt diesen Tempel und baut ihn zum vierten Tempel aus. Baut Gott auf menschliche Fundamente? Nein. Wird ein Tempel, in dem der schlimmste Götzendienst vollführt wurde, den die Welt jemals kannte, weil der Antichrist sich dort als Gott ausgibt, wird der dann gereinigt und ausgebaut? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja? Aber so sind die Auslegungen halt, ich finde es nicht schlüssig. Also haben wir jetzt Stiftshütte, erster Tempel, zweiter Tempel. Wie geht es jetzt weiter? Wann kommt jetzt der dritte Tempel? Die Juden wollen den ja noch bauen. Was sagt denn die Bibel über den Tempel? Jetzt kommt der dritte Tempel. Was wissen wir über den dritten Tempel? Genau. Aber jetzt müssen wir genau der Bibel folgen. Johannes 2. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brechet diesen Tempel ab, brechet diesen Tempel. Und am dritten Tage will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut von Herodes. Ja.
Und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er redete aber vom Tempel seines Leibes. War der Leib Jesu ein Tempel? Und warum? Er hat den Heiligen Geist. Gott wohnte in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Da, wo Gott wohnt, ist sein Haus. Da, wo ihr wohnt, ist euer Haus. Wenn Gott in Christus wohnte, ist Christus sein Tempel. Und das meint Jesus. Die Juden haben das nicht verstanden, weil die rein physisch denken, irdisch, konkret, wie Nikodemus denken die. Ja? Wie viele evangelikale Prediger heute, Entschuldigung, ich sag das mal so. Die denken rein irdisch. Die Juden haben das damals auch gedacht. Die haben das nicht verstanden. Und Johannes erklärt uns heute, damit wir es dann auch verstehen, Jesus redete von dem Tempel seines Leibes. Der dritte Tempel begann mit Jesus. Er war ein Tempel, der abgebrochen und wieder aufgebaut wurde. Wer gehört noch zu Jesus dazu? Die Gemeinde Jesu. Ist die auch Tempel? Ja, das ist auch Tempel. Ist die ein Tempel Gottes? Ja. Warum? Weil Gottes Geist in jedem von euch wohnt und in uns auch in Gesamtheit als Christenheit. Und da, wo Gott wohnt, ist sein Haus. Deswegen ist die Gemeinde ein Tempel Gottes. Schreibt Paulus das? Ja. Zum Beispiel im 1. Korintherbrief. Ihr Korinther seid ein Tempel im Heiligen Geist. Ihr seid ein Tempel Gottes. Wann hat Paulus das geschrieben? Super. 50, 55 nach Christus, 1. Korintherbrief hat er es geschrieben. Tempel 70 nach Christus abgebrochen. Also stand der Tempel dort noch. Jetzt schreibt Paulus, überlegt euch das, Paulus schreibt an die unbeschnittenen, schmutzigen Korinther, die allen Sünden frönen in den Augen der Juden, dass sie ein spiritueller Tempel wären. Das war Gotteslästerung in den Augen der Juden. Die haben gesagt, merkt ihr, dass der Paulus total verworren ist? Der faselt was von irgendeinem geistlichen Tempel in Korinth. Hier ist doch der Tempel. Ihr könnt herkommen. Hier stehen die Opfer, hier steht das Räuchfass, hier ist der hohe Priester. Wir haben nicht nur einen hohen Priester, wir haben einen ganzen Strauß von hohen Priestern. Ja, waren ja mehrere zu der Zeit. Kaiphas und Co., hier wird geopfert, hier. Was redet der Paulus für einen Irrsinn? Hört ihr den Skandal in den Worten von dem Paulus? Hatte Paulus recht? Ja. Haben die Juden ihm das vorgeworfen, dass er Götzendienst betriebe und Irrlehre? Ja. Die Juden sagen, du redest wieder das Gesetz und wieder diese Städte. Wieder diese Städte Jerusalem, wieder den Tempel. Das waren die beiden Vorwürfe. Denn Paulus sagt, das Gesetz des Mose ist abgetan, weil es aaronitisch-levitisches Priestertum ist. Und das Gesetz des Geistes in Christus, das gilt. Das ist aber ein anderes Thema nochmal. Ja? Du redest wieder das Gesetz und du redest wieder diese Städte. Das war der Vorwurf. Ja? Als Jesus ja gestorben ist, dann wurde ja der Tempel im Prinzip entweiht, als dann der Vorhang zerrissen ist. Genau. Der wurde entweiht, der Tempel. Das war ja nicht einfach so ein Vorhang. Das war ja irgendwie so 10 Meter hoch. Ja, oder so. 18 Meter hoch. Ach so, 18 Meter hoch. 10 Zentimeter dick. Und dann von oben nach unten zerrissen. Und dann geht dann irgendwann der hohe Priester da rein und sagt, dann geht er raus und sagt, was ist mit dir los? Der Vorhang ist kaputt. Wo? Im Tempel. Ach du je, was machen wir denn jetzt? Als einer von den Priestern ist halt abends zum Teppichmacher in Jerusalem gegangen und hat gesagt, kannst du mal Tür aufmachen? Sagt er, was brauchst du denn? Ich brauche einen Teppich. Ja, mach ich dir. Wie groß soll denn der sein? Oh, 18 Meter hoch, 6 Meter breit. 10 Zentimeter dick. Was? Wo brauchst du so einen Teppich für? Ja, da ist ein Teppich kaputt gegangen. Ja, aber dann sind da die Maße vom Tempelteppich. Ja, ja. Ja, und der ist kaputt? Ja, wer hat denn den zerrissen? 10 Zentimeter dick, von oben nach unten. Unten waren vielleicht noch ein paar Fasern zusammen, dass man es wurde von oben zerrissen. Könnt ihr euch vorstellen, wie peinlich das war? Nachdem Jesus gestorben ist, 3 Tage, stundenlang Finsternis war in Jerusalem, Jesus auferstanden ist und nicht nur er, sondern auch andere Heilige wurden ja gesehen in Jerusalem, die mit Jesus auferstanden sind. Wenn man einen Baum aus der Erde reißt, dann kommt da Wurzelwerk mit und Erdreich. Und als Christus aus der Hölle gerissen wurde, da kamen Mitmenschen, die mit auferstanden, die wurden gesehen in der Stadt. Merkt ihr das? Was irre. Ja? Wie ist das überhaupt durchgesickert in die Öffentlichkeit? Mit dem Vorhang? Das weiß ich nicht, das steht halt in der Bibel seit 2000 Jahren, das liest die ganze Welt. Bitte? Also vermutet ihr
Ja, wahrscheinlich. Ich erzähle, das ist nur eine Geschichte, ich stelle mir es halt so vor. Ja? Ja, das steht ja nicht so in der Bibel. Bitte? Genau. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die den ersetzt haben wieder. Ne? Aber im Prinzip ist der Tempel entweiht worden dadurch. Das sagt die Schrift, dass der Tempel, der Vorhang zerrissen war, damit war der Tempel entweiht. Ja? Das wussten natürlich nicht alle. Wussten nicht alle. Ja, das war ja hochpeinlich. Ja? Aber das heißt, dass die Reihenfolge der Tempel so ist, dass der dritte Tempel zunächst mal Jesus ist. Ich sprach ja von dem Tempel seines Leibes. Dann ist der dritte Tempel gar kein Tempel aus Stein und Holz, nein. Der zweite Tempel war der vom Herodes. Zerubabel hat ihn gebaut, Herodes hat ihn größer und ausgebaut und herrlich gemacht. Und dann kommt der dritte Tempel, Jesus, sagt die Schrift, Johannes 2. Nicht Talmud, keine Spekulation, sagt die Bibel. Dann ist Jesus auch ein Tempel Gottes, ja. Wenn der Leib Jesu ein Tempel war, und der zweite Tempel schon gebaut war, dann ist Jesus der dritte Tempel. Also so habe ich 1, 2 und dann kommt 3. Ja? Die Juden sind zu spät, weil die diesen Tempel nicht anerkennen. 1. Korinther sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Ja? Und der Geist Gottes in euch wohnt. So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. In den Tempel Gottes setzt sich der Antichrist. Problem, was schreibt der Paulus da? Wie passt es damit zusammen? Ja? Warum sind wir ein Tempel Gottes? Haben wir schon gesprochen drüber. Wir sind, weil Gottes Geist in uns wohnt. Warum war Jesus ein Tempel Gottes? Weil Gottes Geist in ihm wohnt. Jesus und wir sind ein Tempel im Heiligen Geist. So, erbaut euch nun als heilige Steine zum Haus Gottes. Petrus. Jesus und wir sind ein Tempel Gottes, weil Gottes Geist in ihm wohnte und in uns wohnt. Ja, das verbindet uns mit Jesus. Wir sind kleine Gesalbte, auch gesalbt wie er. Ja? König und Priester. Ja? Kleine Melchisedeks. Wenn das nicht in der Bibelstunde, dürfte man das nicht sagen. Ja? Aber da jubiliert das Herz. Ja? Auch Zeugen. Genau. Ja. Paulus sagt, wir sind teilhaftig geworden der allergrößten Verheißung, dass ihr teilhaftig werdet der göttlichen Natur. Also Jesus und die Gemeinde gehören zusammen und sind der dritte Tempel. Ja? Das heißt, das hier ist der dritte Tempel. Der Erstling Jesus, danach die ihm angehören. Ja? Seit Pfingsten. Wann begann die Gemeinde Jesu? Zu Pfingsten. Ja? Jesus, Johannes 2, dann kommt die Gemeinde Gottes, die zu Pfingsten begann in Jerusalem und dann ist das Evangelium zu allen Heiden gegangen, durch den Heidenapostel Paulus, zu allen Menschen auf der Welt. Leuchter. Gut. Ja, kommen gleich nochmal dazu. Also erst Jesus, dann kommt Pfingsten, dann kommen die Gemeinde aus den Nationen. Und der dritte Tempel der Juden? Wo tun wir den denn jetzt hin? Bitte? Nach Jerusalem, ja? Bitte? Wenn die wiedergeboren werden, an einem Tag. So, jetzt sind wir beim Thema. Schön, ja? Der dritte Tempel der Juden ist eine Chimäre, ein Trugbild. Warum? Weil sie nicht glauben, weder dem Alten Testament noch dem Neuen. Ja? Ist das antisemitisch? Nein, das ist philosemitisch. Das ist die Wahrheit in Christus. Wie ist denn die jüdische Perspektive? Die jüdische Perspektive blendet diesen Tempel der Gemeinde Jesu, den blenden die aus. Die überspringen das und stellen sich sowas vor. Ja? 2000 Jahre ohne Tempel, ich habe Blindheit dahin geschrieben. Ja? Und die wollen diesen Tempel, den zweiten Tempel, den Tempel Zerubabels, den herodianischen Tempel, den wollen die wieder bauen, die Juden. Der Herodes war aber ein Edomiter. Das passt doch nicht, ja? Warum bauen die nicht den Tempel Salomos? Weil es da keine Pläne gibt von. Das heißt, dieser dritte Tempel der Juden, der ist in der Bibel so nicht beschrieben. Der würde auch keinen Sinn machen, weil das kein Tempel Gottes wäre. Wie ist denn die biblische Perspektive? So. Seid ihr einig?
Ja? Da kommt ja noch ein Tempel im Hesekiel-Buch. Der wird auch gebaut. Ein tausendjähriger Reich. Der wird auch gebaut. Da gibt es auch Maße für, ja, in der Bibel. Ja? Der wird aus Holz und Stein gebaut. Aber dieser Tempel hier ist ein Geheimnis. Ja? Das Geheimnis der Gemeinde Jesu. Wenn die entrückt wird, dann rutscht der Vierte an den Zweiten direkt an. Im tausendjährigen Reich glaubt man so wie im Alten Testament. Ja? Ja, müssen wir nochmal besprechen. Im Alten Testament haben die Menschen geglaubt an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja? Im Neuen Testament hat Gott sich offenbart als Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Wir schauen in die Tiefen der Gottheit. Wir ergründen die Tiefen der Gottheit. Die Tiefen der Gottheit ist Christus. Ja? In euch wohnt auch Gott. Wir sind ein Teil Christi. Christus ist göttlicher Natur. Was wartet dann auf uns? Das darf ein Mensch nicht sagen. Ich will damit nur sagen, im Alten Testament glaubte man an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und so wird man im tausendjährigen Reich auch wieder glauben. In dem Zeitalter der Gemeinde glauben wir, weil wir von Neuem geboren sind. Wir haben eine neue Natur bekommen. Die gab es im Alten Testament nicht. Wir haben eine himmlische Berufung, keine irdische. Israels Segen war irdisch. Der Segen der Gemeinde ist in himmlischen Gütern, in geistlichen Gütern. Ja? Der Segen in Israel waren viele Kinder, fruchtbarer Acker und in Frieden zu den Vätern versammelt werden. Der Segen in der Gemeinde Jesu ist ein schweres, angefochtenes, irdisches Leben im Kampf für das Evangelium, aber reich geworden am inwendigen Menschen, verherrlicht den Christus, wenn er kommt. Ja? Das ist was anderes. Das ist ein anderer Glaube. Ihr habt eine andere Berufung, eine andere Qualität von Glauben, weil ihr von Neuem geboren, eine neue Natur in euch ist, die von oben herab gezeugt wird und wieder hinauf gehört. Wie unser Herr Jesus. Da sind wir uns zu wenig bewusst drüber manchmal. Ja? Königskinder. Königskinder. Wenn die Gemeinde entrückt ist, gibt es keine Wiedergeburt mehr. Dann werden die Völker nach Jerusalem gerufen zum Gottesdienst. Die Völker, die nicht nach Jerusalem kommen, über die wird es nicht regnen, sagt die Bibel. Ja? Das wird ein Glaube sein wie im Alten Testament, mit irdischen Verheißungen, irdischem Segen, irdischem Tempel, irdischen Opfern. Israel wird der Pontifex sein in seiner Berufung so. Für alle Völker. Genau, genau. Ja? Wir haben himmlischen Priester, himmlische Opfer, himmlische Berufung. Wir schauen nicht auf das Sichtbare, wir schauen auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich und das Unsichtbare ist ewig. Haben wir Augen, das Unsichtbare zu sehen? Nee. Gott muss uns schenken, dass wir neu denken, werdet verändert im Denksinn. Seid gesinnt, wie Christus war. Seid nach droben gesinnt, sagt er irgendwie, wo Christus ist, ja? Wo euer Herr ist. Nicht irdisch gesinnt, seid himmlisch gesinnt. Der Glaube der Gemeinde ist ein anderer. Die Berufung ist eine andere. Die Berufung der Gemeinde Jesu ist, mit Christus zu leiden. Wenn Gott euch dazu adelt, für den Glauben zu leiden, dann dankt dem Herrn. Die Berufung der Gemeinde Jesu ist nicht überall durchzukommen und dass Jesus uns vor allem bewahrt, wird heute oft gepredigt. Glaub an Jesus, hast ein gelingendes Leben. Ja? Die Gemeinde Jesu geht leidentlich und sterbend ihren Weg mit Christus. Warum? Weil wir sein Leib sind. Siehe Paulus. Und wir westliche Christen sind sehr verweichlicht, haben einen sehr egozentrischen Glauben. Die Christen im Osten, die Christen in Asien, die Christen in muslimischen Ländern leben für Christus. Die westliche Christenheit lebt für sich. Das ist ein Jammer mit uns. Wir sind arm geworden an Opferbereitschaft, ja? An Christuswesen. Ja, Christi Liebe. Ja? Wir müssen immer stark sein, um zu widerstehen und den schmalen Weg zu gehen. Ja. Das einfach nur sagen, weil wir wirklich teilweise sehr, sehr viel Not haben. Sehr, sehr? Not, ja, ich bin einverstanden mit dir. Ich will damit auch nur die ganz grobe Linie zeigen. Ich meine nicht euch damit, ja? Sondern die Christenheit, in der wir uns bewegen heute, ja? Und in dieser Christenheit sind Menschen, die für Jesus leben und für Jesus leiden. Ja? Und die suche ich, weil die sind wach geworden. Ja? Ja? Sind wir wieder einig? Gut. Ja? Ihr wisst, wie ich das meine. Das ist kein persönlicher Angriff an euch. Ja? Das ist der grobe Aufriss, den ich sehe. Ja?
Ich will aber jetzt nicht so sehr aufs tausendjährige Reich gehen. Ich wollte noch mal gerne ein bisschen an dem Tempel hier bleiben. Ja? Natürlich ist jetzt da der vierte Hesekiel-Tempel, der schließt sich da noch mal an. Aber mir geht es im Moment mehr hier um diesen dritten Tempel. Ja? Sollen wir da noch mal hin zurück? Vielleicht haben wir ja noch mal Zeit, mit dem tausendjährigen Reich uns noch mal anzuschauen. Das haben wir eben schon mal angeguckt. Ist der jüdische dritte Tempel ein Tempel Gottes? Nein. Warum? Blutige Opfer können wir nicht anerkennen. Es gibt nur noch ein Opfer. Können wir oder kann Gott den hohen Priester in so einem Tempel anerkennen? Nein, ja? Weil es gibt nur noch einen hohen Priester. Das heißt, der jüdische dritte Tempel ist kein Tempel Gottes. Ich glaube, das können wir festhalten. Das ist ein eigenwilliger Tempel, den die Juden aus Eigenwillen tun, weil sie nicht an Jesus glauben und kein Licht haben. Ja? Das müssen wir festhalten. Ja, der jüdische dritte Tempel ist ein eigenwilliger Tempel, nicht der Tempel Gottes. Das haben wir schon gesehen. Ja, Jesus redet von dem Tempel seines Leibes. Und das ist die biblische Perspektive und davon bin ich auch überzeugt. Einen solchen dritten Tempel der Juden, den gibt es in der Bibel nicht. Ja? Das ist natürlich jetzt genau das Gegenteil von dem, was der Rabbi sagt und das Gegenteil von dem, was der Roger Libby sagt und viele, viele Pastoren. Paulus spricht, wenn er von der Gemeinde spricht, immer davon, dass die Gemeinde ein Tempel Gottes ist. Im Geist und in Wahrheit, in Wesenheit. Wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten des Glaubens. Ja? Wir beten nicht in einem irdischen Tempel an, sondern wir sind ein Tempel im Heiligen Geist und beten Gott im Geist und in der Wahrheit an, weil Gott sucht Menschen, die ihn so anbeten, nämlich im Geist. Die sucht Gott. Ja? Das heißt also, wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern in den Wesenheiten des Neuen Testaments und kennen Gott als Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist, was die Juden strikt ablehnen und auch manche Christen ablehnen. Ja. Das ist Paulus, ja, Korintherbrief 56 nach Christus geschrieben und da spricht er davon, dass die Korinther ein Tempel Gottes wären. Oh, Ketzerei, Paulus, wenn wir dich erwischen, ja, es gibt 40 weniger einen. Ja, das haben sie ja mehrfach auch gemacht. Paulus sagt aber, wir sehen nicht auf das Sichtbare, auf den sichtbaren Tempel, ja, sondern wir sehen auf das Unsichtbare. Auf den dritten Tempel der Gemeinde Jesu. Denn was sichtbar ist, der jüdische Tempel, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, nämlich die Gemeinde Jesu, das ist ewig. Ja? Dafür brauchen wir aber Augen, die durch Gottes Geist geöffnet sind. Und damit wären wir vorab mal am Ende. Ja? Aber wir müssen jetzt zurück, Thessalonicher 2. Die Gemeinde ist noch da. Ja, ja, okay. Ja, pardon? Ja, wir müssen doch nochmal zurückkehren zum Thessalonicher 2,2. Gut, das machen wir auch, ja? Ja, ich versuche das ein bisschen zügig zu machen. In der Bibel ist doch noch ein Tempel angekündigt. 2. Thessalonicher 2. Der Antichrist kommt ja noch und will sich in den Tempel reinsetzen. Das sind die beiden einzigen Stellen im Neuen Testament, die von diesem Tempel sprechen, der noch kommen soll. Die beiden einzigen Stellen, das ist also recht überschaubar. Johannes wird gesagt, es ward mir ein Rohr gegeben, einem Stecken gleich, und er sprach, stehe auf und misst den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Misst den Tempel Gottes. Und Paulus spricht davon und sagt, der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, also dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Wenn der Antichrist, der Widersacher, sich in den Tempel Gottes setzt, dann heißt das eigentlich, er setzt sich dort ein. Er wird dort eingesetzt, eingeweiht. Ja? A sitting president, sagen die Amerikaner. Das heißt nicht ein sitzender Präsident, sondern einer, der im Amt sitzt, der eingesetzt ist. Das ist das Wort hier. Der Antichrist setzt sich im Tempel ein, aber er setzt sich im Tempel Gottes ein. Jetzt wird es schwierig. Ich kürze das ein bisschen ab. Ja?
Der Antichrist kommt und belagert die Stadt Jerusalem, haben wir immer von gesprochen. Die dort noch übrig sind, die rufen zu Gott um Hilfe und Gott gießt Gottes Geist auf sie aus. Und die Jungfrau, die Tochter Zion, die junge Frau, die gebiert, die kommt zur Wiedergeburt. Der Belagerer zieht ab. 3,5 Jahre später kommt er wieder, greift wieder Jerusalem an und besitzt die Frechheit und die Dreistigkeit, in dieser Stadt die Gemeinde Jesu zu töten. Denn die Juden sind ja wiedergeboren, sind Gemeinde Jesu. Das ist der Gräuel der Verwüstung. Das ist nicht nur Verwüstung in Israel, das ist ein abscheulicher Gräuel. Warum? Weil der Antichrist, dieser politische Herrscher, die Gemeinde Jesu antastet, die sein Augapfel ist. Und zwar nicht nur dann, sondern auch jetzt, heute. Ihr seid, wir sind auch Gottes Augapfel. Das ist was Schönes. Er tastet ihn an. Bitte? Er tastet letzten Endes ihn an. Alttestamentliches Bild, Doeg, ja, der im Tempel die Priesterschaft tötet. Ist Doeg ein Bild auf den Antichristen? Ja? Jetzt stellt euch vor, das Land Israel bricht auseinander in zwei Teile. Dann ist Ephraim der Vorhof, Juda das Heiligtum, Jerusalem ist das Allerheiligste und der Altar ist der Berg Zion. Wer ist auf dem Altar geopfert worden? Jesus. Auf dem Berg Zion geopfert worden. Jesus sagt, es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Warum? Weil in Jerusalem der Altar steht. Und das ganze Land Israel ist aufgebaut wie die Stiftshütte. Deswegen ist das ein heiliges Land. Der Vorhof Ephraim, ja, das Heiligtum Juda, ist ein Bild. Das allerheiligste Jerusalem und Zion mit dem Berg, wo Jesus getötet wird. Und jetzt wird Johannes gesagt, miss den Tempel Gottes, Jerusalem und den Altar, ja, den Berg Zion und die darin anbeten. Wer betet da an? Der wiedergeborene Überrest, weil die Stadt Jerusalem wiedergeboren ist. Im Geist und in Wahrheit. Aber den Vorhof miss nicht, sondern wirf ihn hinaus, denn er ist den Heiden gegeben. Und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate. Warum? Weil der Vorhof ist Ephraim. Und Ephraim ist in Bund mit dem schmutzigen Antichrist. Weil das ein syro-ephraimitischer Krieg sein wird. Den Vorhof, wirf hinaus, gib ihn nicht. Der Vorhof ist den Heiden gegeben, den Nationen. Und die werden kommen und die heilige Stadt zertreten, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Ja? Jetzt stellt euch vor, irgendwann kommt die Stadt Jerusalem zum Glauben an Jesus. Das ist für die Weltjudenschaft ein Drama. Denn dieser Jesus, der laut Talmud in der Hölle sitzt und in seinen eigenen, wir haben keine Kinder hier, ja, in seinen eigenen Exkrementen sitzt, in seinen kochenden eigenen Exkrementen, ja, zusammen mit Bileam, der in seinem Samen sitzt, in kochendem Samen, das sagt der Talmud, ja. Dieser Jesus, der wird aus ihrer heiligen Stadt in Jerusalem verkündigt von einigen tausend Juden, die wohl irgendwie einem religiösen Wahn erlegen sind und glauben, dass Jesus der Messias war. Das ist die Sichtweise der Juden für diese Zeit. Das ist für die peinlich ohne Ende. Und die werden versuchen, alles daran zu tun, um diesen Makel vom Judentum schnellstens zu entfernen. Und wie? Indem sie versuchen, die Menschen, die dort leben, zu töten. Aber die können die nicht töten, weil die Offenbarung sagt, dass der ihnen Schaden tun will, dass dann Feuer aus ihrem Mund geht und sie verzehren wird. Das kann ich nur so wiedergeben. Wie das sein wird, weiß ich nicht. Zumindest sagt die Bibel, diese zwei Zeugen, das Haus David und die Bürger Jerusalems, die Urim und Thummim, die noch fehlen, die werden 1260 Tage das Evangelium Jesu Christi verkündigen und niemand kann ihnen schaden. Niemand. Nach 1260 Tagen, wenn sie ihren Dienst vollendet haben werden, dann kommt der Antichrist, das Tier aus dem Meer, bricht in die Stadt, erobert die Stadt und tötet die alle. Und sagt, seht mal, niemand konnte denen schaden, aber ich konnte. Ja, da kommen wir jetzt zu, ja. Der sagt, ich bin göttlicher Natur, ich konnte das.
wird er erst dann sichtbar. Ich glaube schon vorher. Ja. Vorher dann die sichtbar, schon genau. Aber das ist eine gute Frage, weil das in der Mitte der Jahrwoche ist. Ja. Mit dem Ereignis wird er zum Herrscher und zum König gemacht. Warum? Weil der Antichrist 42 Monate herrscht. Oder? 42 Monate sind aber nur 3,5 Jahre. Der Bund mit den vielen war aber doch 7 Jahre. Warum? Weil der macht den Bund aus Schwachheit mit dem Norden Ephraims, weil der braucht einen Bündnispartner. Und dann läuft er immer dem Falschpropheten hinterher. Und in der Mitte der Jahrwoche, wenn die nach Jerusalem raufziehen, dann kommt das Volk eines Fürsten und wird in diese Stadt brechen. Ja? Und dann wird der Antichrist mit seinen Leuten da reinbrechen und wird die alle meucheln. Nee, nee. Lass uns mal gedanklich bei dem Punkt bleiben. Die Juden werden dem sagen, Dankeschön, du hast uns endlich von diesem Makel befreit. Jetzt wird Jerusalem wieder jüdisch. Du bist unser Ben David. Du bist unser Messias Ben David. Denn die warten ja noch auf zwei Messias, Ben Josef und Ben David. Der Ben Josef wird getötet, der wird erstochen, denn sie schauen ja in den sie gestochen haben. Und wenn der Ben Josef tot ist, dann kommt der zweite Messias, der Ben David, und der wird Israel retten. Entschuldigung? Nee? Erst kommt Ben David und dann. Erst Ben Josef. Ja, stirbt und dann kommt Ben David. In der Phase sind die so dankbar dafür, dass diese Schmach von ihnen abgewendet ist, dass die ihn als Messias anerkennen. Und dann ist er Antichristus. Jesus sagt, es wird einer kommen in seinem eigenen Namen und den nehmt ihr an. Ich bin gekommen im Namen meines Vaters, mich wollt ihr nicht annehmen, aber es kommt einer in seinem eigenen Namen und den werdet ihr annehmen. Und dann wird er eingesetzt als ein Gott, als Maschiach, als der Gesalbte Gottes in Jerusalem. Und das meint Paulus hier. Und dann werden die sich Geschenke ausbreiten. Dann werden die Könige der Erde werden sich danken, weil werden sich Geschenke bringen und werden sich freuen, so heißt es, über den Tod. Weil diese zwei Zeugen die Erde geplagt haben. Warum? Weil die denen die Wahrheit gesagt haben. Die haben gesagt, ihr seid Sünder, ihr müsst umkehren, ihr müsst Buße tun. Ihr müsst an Jesus glauben. Wir werden ja die Zeichen von Elisa tun. Ne? Ja. Ja. So würde ich das sehen. Dieser dritte Tempel in der letzten Zeit, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, ist Jerusalem dann ein Tempel Gottes? Ja. Ja. Warum? Weil in Jerusalem geistliche Priesterschaft drin ist. Warum? Weil es Gemeinde Jesu ist. Und so wie wir Priesterschaft sind unter den Völkern der Welt, so sind die Priesterschaft im Tempel. Das heißt also, dann wäre Israel auseinandergebrochen. Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes, Opferaltar und Priesterschaft. Dann könnte ja Gottesdienst stattfinden in Jerusalem. Genau. Und diese Priesterschaft tötet der Antichrist. Wenn er in den Tempel einbricht und die Priesterschaft dort umbringt. Ja? Und die Juden, ich sag mal das Weltjudentum aus Brooklyn und wo auch immer, die werden sagen, Hashem sei Dank, jetzt wird Jerusalem wieder jüdisch. Und die werden ihm diese Ehrerbietung geben und mit deren Unterstützung wird der zum Herrscher der Welt. Und dann wird der, ich sag mal, den ganzen Nahen Osten durchziehen und sein Reich vergrößern, gigantisch schnell. Und wird zu einer großen Macht werden. Aber die zwei Zeugen werden dann nochmal auferstehen. Die werden auferstehen und werden entrückt. Okay, dann ja. Ja. Jetzt, ich muss nochmal fragen. Also am Anfang der 70 Jahre, dann ist der Ben Josef erstmal da oder wie? Also der Ben Josef und der Ben David ist ja nur eine jüdische, talmudische Sicht. Ach so. Ja, das steht nicht in der Bibel. Das ist einer. Genau, im Alten Testament wird der Messias angedeutet als ein leidender Messias und ein herrschender Messias. Ja? Und wir sagen, das ist ein und derselbe, nämlich Jesus. Der kam schon mal als leidender und kommt wieder als herrschender. Das sagen die auch. Die Juden sagen, euer Jesus war nicht der Messias, sondern beide Messias kommen erst noch. Es kommt noch ein leidender und es kommt noch ein herrschender Messias. Warum? Weil euer Jesus das auf jeden Fall nicht war. Aber sie sagen, in unserem Alten Testament steht auch von einem leidenden Messias und einem herrschenden. Und deswegen erwarten die Juden noch zwei Messias. Und dann müsste ja der Leidende noch vorher kommen. Wenn die Juden recht hätten. Ach so. Aber sie haben ja nicht recht, weißt du? Ach so. Ja? Ja, das ist eine rein jüdische Sicht. Aber aus der jüdischen Perspektive werden die denn als Ben David, Messias Ben David ansehen.
Und dann kommt einer in seinem eigenen Namen. Ja? Wenn Jerusalem also wiedergeboren ist, dann ist Jerusalem tatsächlich ein Tempel Gottes. Nirgendwo in diesen beiden Stellen steht, dass der Tempel Gottes bauphysikalisch, baulich errichtet werden würde, dass der gebaut werden müsse. Das steht hier nicht. Das steht nur, dass der da sein wird. Sachaja sagt, das wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, nicht durch Baumaschinen oder durch viele Leute, sondern durch meinen Geist. Was denn? Die Wiedergeburt Jerusalems. Die Mauern Jerusalems sind nämlich schon fertig. Der wird nicht gebaut, der Tempel. Der wird durch Gottes Geist kommen, wenn die Stadt sich zu Jesus bekehrt. Versteht ihr das? Ja? Aber Roger Libby und Co., entschuldigt, dass ich das immer sage, ja, aber ich rede das halt offen, die sagen alle, der dritte jüdische Tempel muss noch gebaut werden. Woher die das haben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass denen diese Sichtweise der Wiedergeburt Jerusalems fehlt. Und deswegen können die diese Bibelstelle nicht deuten. Der Schlüssel fehlt. Ja? Und auch diese Tür dürfen wir öffnen mit dem Schlüssel der Wiedergeburt Jerusalems. Ja? Die sagen ja, der Antichrist, der wird sich durch unbiblische Lehren in die Lehren der Kirche einsetzen. Weil die sagen, gut, der Tempel Gottes war ja immer die Gemeinde oder die Kirche und wir wüssten da sonst keine Antwort. Wir wissen jetzt einen. Dieser Tempel Gottes, den der Paulus hier meint, ist die Wiedergeburt der Stadt Jerusalems. Dann hat Paulus von der Wiedergeburt Jerusalems gewusst. Dann hat Paulus mit den Thessalonischern über die Wiedergeburt Jerusalems gesprochen. Denn er sagt ja, wisset ihr nicht, dass wir noch davon gesprochen haben, als ich bei euch war? Und Paulus hat auch mit ihnen über den Antichrist gesprochen. Und dann damit auch über Daniel 9 und Daniel 10 und Daniel 11 und über Antiochus Epiphanes. Und das sind die zwei Stränge, die im Thessalonischer Brief zusammenkommen. Und die zwei Stränge, die behandle ich in meinen Videos. Die Wiedergeburt Jerusalems und Daniel. Und die führt Paulus im Thessalonischer Brief hier zusammen. Da kommt der Widersacher, der sich überhebt über alles und er setzt sich in die wiedergeborene Stadt Jerusalem. Da kommt der endzeitliche Antiochus Epiphanes und er setzt sich in die wiedergeborene Stadt. Das ist das, was er eigentlich hier sagt. Es mag sein, dass die Juden, oder ich sage mal so, ich schließe nicht aus, dass die Juden so einen Tempel bauen. Ja? Menschen machen viele Dinge. Und es kann sein, dass die Juden so einen Tempel bauen. Es kann auch nicht sein. Ich weiß es. Warum weiß ich das nicht? Weil das steht nicht in der Bibel. Aber es kann ja sein, dass sie so einen eigenwilligen Tempel erbauen. Eines weiß ich, dass das nicht der Tempel Gottes ist. Das weiß ich. Das wisst ihr auch, weil das in der Bibel. Die Gemeinde Jesu ist der Tempel Gottes. Ja? Ich glaube, das wird so ein bisschen verständlich da bei dem Thema. Also diese beiden Stellen sind eigentlich bisher unbeantwortet. Und das, was hier so kommt, das haben wir so miteinander mehr oder weniger mündlich mal besprochen. Ja? Die Gemeinde Jesu, die besteht hieraus. Jetzt sind wir gleich am Ende. Erinnert euch das an was? Die Gemeinde Jesu besteht aus der Gemeinde aus Jerusalem zu Pfingsten, aus der Gemeinde aus den Nationen und am Ende aus der wiedergeborenen Stadt Jerusalem. Also Jerusalem, Jerusalem, Heiden. Das, was Sachaja sieht in seinem Nachtgesicht, ist die Gemeinde Jesu. Ja? Ja? Die besteht aus Ölbaum, Leuchter und Ölbaum. Nämlich aus Jerusalem Pfingsten, Heidengemeinde Jerusalem Pfingsten. Das ist die Wiedergeburt Jerusalem am Ende der Zeit. Der Sachaja sagt, was sehe ich denn? Der Engel sagt, ja, weißt du nicht, was du da siehst? Nee, sagt er. Sagt der Engel, ja, du bist doch ein Prophet, du musst das wissen. Das ist der Augapfel Gottes, die Gemeinde Jesu siehst du. Ja? Das wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Das wird nicht durch die Belagerung der antichristlichen Heere geschehen, sondern durch Gottes Geist, den er auf Jerusalem ausgießt. Auf die ganze Welt und am Ende nochmal auf Jerusalem. Das ist die biblische Perspektive. Das sagt Sachaja. Ich sah einen Leuchter, ja? Und ist der Sachaja aber schlau? Und er fragt nämlich nochmal. Der fragt nämlich nochmal, was sind denn die zwei Zweige an den Ölbäumen, von denen das Öl in den Leuchter fließt? Und um das abzukürzen, das sind die beiden Zeugen. Die geben das Geistesöl in den Leuchter und der leuchtet die ganze Welt noch einmal. Die geben ein letztes, großes, brennendes Zeugnis des Evangeliums Jesu für die ganze Welt. Es wird so hell, Fackel, hell leuchten, dass die ganze Welt erleuchtet wird. Und die Finsternis der Welt, die wird sich ärgern darüber.
Weil die zwei Zeugen die Welt quälten. Womit? Mit der Wahrheit, mit dem Evangelium. Ja? Und deswegen sind die so froh, dass es endlich wieder schattig wird und dunkel und das Licht ausgegangen ist und sie ihre bösen Dinge weiter tun können in der zweiten Hälfte der Jahre. Und das ist eigentlich das, was wir hier behandelt haben. Und das ist das Bild, was wir hier sehen. Einen dritten Tempel der Juden beschreibt die Bibel nicht. Wie gesagt, vielleicht werden die Juden einen bauen, vielleicht bauen sie keinen, zumindest ist er da nicht genannt. Und mit der Kenntnis der Wiedergeburt Jerusalems wissen wir, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott, als Maschiach und lässt sich als Gott verehren. Das ist ein bisschen anders, wenn du sagst, der leuchtende Sahara gesehen. Ja, jetzt habe ich, die Menorah ist ja eigentlich, ja, steht in Israel vor der Knesset, ja, das ist ein israelisches Symbol, das ist auf der Fahne. Ja. Ja, diese zwei Gesalbten sind, und das erklärt Sachaja, ja, diese zwei Gesalbten sind die Gesalbten, die stehen vor dem ganzen, vor dem Herrn der ganzen Erde. Und die Formulierung finden wir in Offenbarung 11 bei den beiden Zeugen. Die beiden Zeugen sind Ölbaum, weil sie Juden sind, und Leuchter, weil sie das Licht des Evangeliums der Welt geben. Sind beides. Ja? Weil es zwei sind, sind die beide sowohl Ölbaum als auch Leuchter. Aber da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein, das wird zu viel. Ich wollte euch damit nur zeigen, das ist der dritte Tempel. Ja, das sagt die Schrift. Das muss ein Tempel Gottes sein. Und ich staune darüber, dass die evangelikalen Prediger das nicht besser verstehen. Ja? Für die das ist zionistisches Bibellesen eigentlich. Ja? Das ist, und ich finde dafür für keine Stelle in der Bibel. Aber Jesus hat das angefangen und Jesus bringt das auch zu Ende. Ja? Und Jesus hat das gute Werk in euch angefangen und in mir, und er bringt es auch zu Ende. Ob wir das wissen oder nicht, ob ihr das anders seht, ist ein Angebot. Ja? Kann man drüber nachdenken und sich freuen, dass Gottes Wort so tief ist. Ich möchte nur mal ganz kurz, vielleicht neben mir, das Licht, ja, wie gesagt, die getöteten Zeugen, die liegen ja dann auf den Straßen und keiner bewältigt die. Also es könnte ja keine dreieinhalb Jahre sein. Die können nicht dreieinhalb Jahre erreichen. Das wird eine Zeit sein, die so finster ist und so trübselig, wie die Welt nie eine gesehen hat. Und ob da ein paar Leichen auf der Straße verfaulen, interessiert die überhaupt nicht. Das wird so finster, so böse, so satanisch, dass man das nicht ausdrücken kann. So wird die Zeit sein. Leichengeruch ist für die nicht etwas Unangenehmes. Ich sage mal vorsichtig, das ist etwas Angenehmes für die. Ich würde das noch anders deuten, das will ich aber hier nicht formulieren, was das für die ist. Das ist eine Zeit so finsterster Finsternis. Jesus sagt, dass so eine Finsternis wird es nie mehr geben. In Indien liegen die auch so lange auf der Straße. Die liegen ja nicht drei Jahre, die liegen. Das machen wir gleich beim Kaffee oben. Ist okay? Das Fass machen wir nicht mehr auf. Ja? Aber es gibt natürlich, klar, manche sagen, die liegen nur 3,5 Tage, die werden nach 3,5 Tagen lebendig und werden dann entrückt in den Himmel und ihre Feinde sehen sie. Ja? Ja. Muss dann, aber das ist zu viel. Das machen wir dann irgendwann mal beim nächsten Mal. Ja? Ich wollte gerne noch mit einem Bibelwort abschließen und dann beten wir zusammen. Paulus schreibt: So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Nicht nach dem Gesetz, sondern nach dem Gesetz Christi, nach dem Gesetz des Geistes. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, zumal es durch das Fleisch geschwächt ward, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verurteilte die Sünde im Fleisch, auf dass die Gerechtigkeit vom Gesetz erfordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. So aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, aber der Geist ist Leben um der Gerechtigkeit willen.
Und ich halte es dafür, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbart werden. Amen. Dann lasst uns noch beten, und wenn noch irgendwas sicher an Fragen ist, dann machen wir das nachher so, wie es geht. Ja? Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und für die Gemeinschaft und dass wir uns kennenlernen durften und dürfen und grüßen dürfen und Gemeinschaft haben dürfen miteinander und mit dir. Wir haben jetzt so viele Dinge besprochen, die oft auch so schwierig zu verstehen sind und auch komplex und miteinander zusammenhängen und voneinander abhängen. Und wir bitten dich ja, dass du dein Wort in uns bewegst und dass du die Dinge rausfilterst, die für uns jeden Einzelnen wichtig sind in seinem Leben. Wir bitten dich, dass du mit uns gehst, auch in den Abend, in die Nacht, da auch, wo jemand nach Hause fahren muss, da schenk du eine gesegnete und bewahrte Heimfahrt. Schenk uns einen gesegneten Abend noch hier und eine gesegnete Nacht. Sei du bei uns, so wie du auch zugesagt hast. Danke, dass wir angekommen sind in dir und alles gut geworden ist in dir, dass du auferstanden bist und dass du kommst, Herr Jesus. Amen. Amen. Dann wünsche ich noch einen gesegneten Abend, und wir haben sicher gleich noch Zeit, ein bisschen uns zu unterhalten.